Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan. Ich muss das mal eben. Oh, entschuldigt bitte. True Voice 2. Ja, heute mal von mir ein Live-Angriff. Am Mobile Device ist er eher selten, aber ich habe in den Kommentaren gelesen, ihr möchtet das ganz gerne mal haben. Dem komme ich natürlich immer mal wieder ein bisschen nach. Das Ganze muss auch ein bisschen passen. Ich kenne meinen Gegner im Moment nicht und ich habe euch den Ingame-Song mal angelassen. Also, hinterspiele mal nicht alles mit Musik. Ihr werdet noch Musik im Hintergrund hören, aber ich habe den Ingame-Sound einfach mal an. Und ich gucke mal, okay, mir ist immer noch keine Nummer zugeteilt. Ich schaue mal, wo ich selber hier angesiedelt bin. So ein bisschen schwierig macht das Ganze natürlich hier mit dem Tablet. Das heißt, ich werde gleich so ein bisschen zur Seite schauen. Sonst kann ich das Ganze nicht so richtig steuern an der Stelle. Und ich gucke mal, ich glaube, ich bin selber 16. Und denke mal, wir können im ersten Schritt, ja, 16... auf 16, wir gucken mal den 16er an. Also ich mache ja immer ganz gerne den direkten Vergleich erstmal, dass ich so auf Augenhöhe mit meinen Angriffen bin. Und wir gucken mal rein, wie die Base hier aussieht. Aber ich glaube, die sieht ganz gut aus. Ich muss mal eben Wireless LAN checken. Ja, sieht auch ganz gut aus. Eben hatte ich auch schon wieder Probleme ohne Ende im Wireless LAN. Ich sehe aber schon wieder vier Ecken habe ich natürlich mal wieder nicht. 1, 2, 3, 4. Oh, 2, 3, 4. So, die 4 bauen wir mal eben nach. Und ich würde sagen, wir lassen einfach einen Magier dafür raus. Denn die 4 Ecken, die machen wir immer zu schaffen. Ihr wisst es selber, die Bauhütten. Und wir lassen eben die paar Sekunden mal verstreichen und gucken mal, wie es überhaupt so um den CK steht hier. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ihr seht das. Der Gegner greift auch schon so ein bisschen an. Wir auch. Und mal gucken, wie wir uns dort schlagen. Das sieht aber oben, unten brennt hier nichts an. Oh, Hocke mit Ragnar auch schon einen Dreier geholt. Ich werde sicherlich einiges zeigen in der am Stream Samstag. Und mir ging es jetzt aber heute eigentlich darum, dass ich hier mal wieder live einen Angriff mache. Und 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben alle Truppen. Ich denke mal, wir schnappen uns den 16er. Ich habe auch eine Idee. Immer kurz geguckt hier. Ja, hier brauche ich nicht so lange für die Vorbereitung wie beim RH8 oder wie beim RH9 und RH10, sondern kann hier eigentlich relativ gut reingehen. Und ich gucke mal, die Clanburg ist sicherlich gut zu locken. Bis nach da hinten hin. Hier schießt der Minenwerfer dann auf jeden Fall nicht bis in die Ecke. Ich komme über die Queen-Seite dann rein. So stelle ich mir das vor. Ja, Vorschlag, Auftrag. So heißt es immer oder so hieß es sehr, sehr häufig bei der Bundeswehr. Und deswegen fühle ich das auch erstmal aus. Also erstmal hier jetzt ganz behende ein bisschen die Clanburg gelockt. Jetzt will ich natürlich gleich über diese Seite hier reinkommen. Das heißt, ich muss dann schon... Ah, das ist auch immer ein bisschen doof. Ja, okay, dann wir kommen hier jetzt schon mal mit unserem Golem und hier mit dem Golem. Und giften, wir müssen auf jeden Fall die Truppen hier giften ganz, ganz stark. Und mit ein paar Magiern hier jetzt unterstützen an der Stelle. Schicken hier jetzt bei der abgelenkten Kanone die Mauerbrecher rein. Ja, die gehen auch ganz gut rein. King hinterher, Bola hinterher und Clanburg ist schon mal Geschichte. Das ist schon mal nicht schlecht. Zwei Magier hier gesetzt und dann denken wir jetzt schon mal hier an die Ecken. Ja, wir denken jetzt schon mal an die Ecken. Denn den Rest werde ich natürlich hier so ein bisschen mit den Hocks machen. Also Hocks wieder fürs Finish nutzen. Und ich muss nur mal schauen, wo hier wer jetzt am einfachsten gleich Feuer kriegen kann. Ich glaube, hier auf den Bogenschützenturm können wir einige schicken. Und wir schicken die hier gleich mit rein. Das ist, glaube ich, kein schlechter Gedanke an der Stelle. Die werden ja hier so ein bisschen weiterhin hüppeln. Also in den Flächenschaden rein, den Heilzauber. Und jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir fast nur noch punktuellen Schaden. Und dann kloppen wir den letzten Heil hier rein. Mal sehen, ob da noch so ein paar Hocks überleben. Aber ich denke mal, das machen die an der Stelle. Ja, das machen sie auch. Und, oh, wo sind meine Hockreiter? Ah, nee, meine Hockreiter. Nein, 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 nein. Eieiei, meine ganzen Hocks sind gerade gestorben.
Oder täusche ich mich da? Oh, 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 doch, meine ganzen Hocks sind hier gestorben. Dann werde ich das an der Stelle, ja, ich werde es leider nicht schaffen. 2 Sterne. Boah, Mist. Das ist natürlich dösig. Ich denke mal, das werde ich auf jeden Fall nicht packen. Denn die Kanone wird mich auf jeden Fall eher erwischen. Mein King ist tot. Kann man nicht anders sagen. Und ja, Pech gehabt. Ich weiß gar nicht, wo meine Hoxer sind. Das muss ich nochmal analysieren. Denn der Bombenturm ist ja eigentlich echt das Letzte, was dort noch steht. Und oh, sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Naja. Was willst du machen? Nur ein 2 Sterne, 90%. Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Hocks. Ich habe die extra noch mal am Ende durchgehalten. Sind die alle weggeflogen? Ja, das müssen wir noch mal analysieren. Den muss ich mir leider noch mal angucken. Der war echt dösig. Ja, der war also sowas. So, jetzt muss ich mal schauen. Vierfache Geschwindigkeit mal. Also locken war gut. Und mal so eine kleine RH8-Analyse hier. Das muss ich mir jetzt mal gönnen. Ich bin hier gut in die Base reingekommen und habe eigentlich auch meine Hocks, denke ich mal, erstmal gut geschickt. Und es waren aber auch wirklich noch viele Hocks über. Aber wo sind die alle geblieben? So, dann machen wir jetzt mal auf einfach. Wo sind hier die ganzen Hocks geblieben? Okay, da war eine Riesenbombe. Und guck mal, wie viele Hocks da noch sind. Wo sind die denn jetzt alle geblieben? 1, 2... Oh, der hatte da hinten... Ich glaube, es waren 3 Sprungpfeile. Und, boah, das war natürlich dösig. Das war natürlich dösig. 3 Sprungpfeilen hier. Okay. Also, erste Analyse hier. RA8-Angriff, 2 Sterne, 90%. Das ist ein bisschen wenig, aber wenn wir schon mal da sind, dann gucken wir uns hier den Lukas mal live an. Im CK. Und mal sehen, wie der sich so schlägt. Ich versuche jetzt so ein bisschen in die Kamera zu schauen. Weil ich es hier jetzt gerade im Bild sehe. Und ich sehe es natürlich auch auf dem Tablet. Mal sehen, wie er sich hier durchschlägt, mit was er sich vor allen Dingen durchschlägt. Oh, entschuldigt, ich habe gerade das Bild verschoben. Wird er das noch packen? Ich glaube, oh, das wird eine ganz enge Kiste. Mit was hat das eigentlich gemacht? Ja, Walküren. Lukas, Walküren geht gar nicht, kannst du knicken. Obwohl da ja doch noch eine ganze Menge leben, aber die knüppeln auch auf alle verschiedenen Mauern rum hier. Und Queen ist aber noch zündbar. Er hat noch einen Wutzauber. Dann setzt den auch. Hallo. Wo willst du denn den Wutzauber jetzt noch setzen? Also, meine Herren. Hat er extra drum gebettelt, dass ich mal im Video zeige. Jetzt kriegt er hier einen Live-Angriff rein. Und dann macht er den so. Ja, jetzt nimmt er da noch die Queen zwar in Wut. Aber ich glaube, das reicht leider nicht mehr. Lukas, vielleicht nimmst du da lieber für solche Bases hier. Hockrider-Angriffe. Also ich werde auf jeden Fall jetzt mal meinen Neuner vorbereiten und werde mal gucken, wie ich den auch aufnehme. Also das Ding werdet ihr auch live sehen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ist hoffentlich nicht so schlimm. Und dann mache ich einen kurzen Cut und dann sehen wir uns beim RH9-Angriff dann wieder. Okay, ich bin wieder back und habe meinen RH9-Angriff jetzt vorbereitet. Ich gucke mal, wie ich den schaffe hier. Denn ich habe noch Ich habe ganz, ganz selten mit dieser Truppenkombination hier angegriffen. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Aber ich probiere das jetzt einfach mal. Und probieren geht über studieren, sage ich ja immer. Und no risk, no fun. Also gehen wir mal in diese Base hier rein. Was habe ich für eine Truppe? Ja, ich habe, ihr seht es, ich habe 12 Riesen, 6 Magier, 4 Heiler und 16 Hockrider. In der Clanburg habe ich Bowler. Die habe ich mir eben selber gespendet, ja. Ich habe jetzt kein Max-Gift, ist glaube ich auch nicht so schlimm. Und wir starten hier voll über die Queen-Seite mit den Riesen, mit den Magiern und mit den Heilern. Ich gucke einfach mal, wie das klappt. Ich gehe jetzt live rein hier und dann schauen wir mal. Alter, das habe ich echt ewig lange nicht gemacht. So, ich setze erstmal einen hier zum Antesten und dann schauen wir mal, wie die sich hier so durchballern, denn die müssen hier natürlich durch irgendeine Mauer durchkommen. So, jetzt gucke ich nochmal King und Queen mit hier rein. Jetzt müssen die hier sich irgendwie durch die Mauer durchfressen. Oh, das machen sie auch. Das ist schon mal nicht schlecht hier. Jetzt giften wir hier die Clanburg ganz, ganz stark durch und
geben hier jetzt mal richtig Feuer in die Base rein. Oh, ich habe eine Truppe vergessen, meine Bowler, okay. Meine Bowler habe ich hier vergessen. Ist aber, glaube ich, noch nicht so schlimm. Die gehen noch ganz gut durch hier. Also nochmal so ein bisschen das Ganze hier in Wut gesetzt. Und ich schicke hier jetzt relativ surgical meine Hawks rein. Und heile hier jetzt mal durch. So. Drei Hawks habe ich noch. Mal sehen, wo die hinhüppeln. Die hüppeln jetzt nach da. Dann geben wir auch hier den Heil mit rein. Okay. Ah, jetzt habe ich natürlich den Gegner King auf mich. Okay, das war jetzt nicht so der Plan. Der sollte eigentlich auf die Riesen gehen. Aber mal sehen, ob die hier jetzt noch durchhüppeln. Und die Queen steht mir jetzt leider. Mal sehen, ob die Hawk Rider die paar Dev-Gebäude jetzt noch schaffen. Und dann hoffentlich den... Ja, das sieht aber gut aus. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Dass das drei Sterne werden, auch wenn der jetzt... Ah, nee, meine Hawks, die rennen jetzt dem King hinterher. Los, mach den King da, ja. Super gemacht. Ja, ich habe auch mal Grund zum Lachen. Ihr seht das hier, also ist ein gelungener RH9-Angriff, denke ich mal. King ist noch am Start, viele, viele Bowler. 1:13, also das wird in jedem Fall hier mein drei Stern. Ich habe keine Ecken zu bedenken. Und dann gehen wir auch richtig schön nah rein. Ich glaube, der ist doch mal an der Stelle endlich mal gelungen. Meine Herren. Eieiei. Nur Niederlagen hier, nee, oder nur nicht so gute Angriffe. Aber ich habe mit dem Basti-Account hier auch so ein bisschen, also mit dem Donnerbengel, ein bisschen gearbeitet. Ihr seht das, 23er King, 25er Queen. Und ich habe jetzt auch schon das Dunkel, glaube ich, zusammen, um den King hier auf Level 24 zu bringen. Also auch in diesen Dörfern hier geht es ein bisschen weiter. Auch wenn sehr, sehr schleppend, aber schöne drei Sterne. Ja, It's Ego hat wieder zugeschlagen. Vielen Dank, dass ich die Nummer hier machen durfte. Ich habe es mir ausgeguckt und mit der Kombi hier. Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool hier. Wir haben noch einen Angriff vom Kevin King hier live mit drin. Freut mich natürlich ganz, ganz besonders. Auch wenn, das... nein, das freut mich nicht. Er schafft das Rathaus noch. Die Lakaien packen es. Okay, die kleinen Welpen hier, die packen es noch. Ah, ja, schade. Aber ich denke mal, Luftangriff, ja, vielleicht muss er noch ein bisschen üben. Mal schauen. Der Clankrieg hier, der sieht durchaus durchwachsen aus. Wir sind ja auf Clan Level 5 hin arbeitend. Und ich glaube, selbst mit einer Niederlage schaffen wir den Clan Level 5. Schöner wäre natürlich, wenn wir hier den Sieg wieder von uns tragen. Denn das wäre dann unser 7. Sieg hier in Folge. Was natürlich wirklich nicht schlecht ist. Und ja, ich denke, ja, okay, das waren jetzt die beiden. Okay, zwei Sterne für den Kevin. Wo hat er denn eigentlich noch hier eine Truppe? Wo kämpft hier noch was? Ah, hier hinten. Hier hinten kämpft noch eine Welpe. Okay, ja, die, ja, da war's. Die Zeit um, okay, 73%. Wir gucken mal aufs Gesamtergebnis, wie das im Moment aussieht. Und 36:6. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. 7er ist schon mal weg, das ist ein RH9er und ja, dann kann ich mich mit meinem R9er ein bisschen nach hier oben hin orientieren, mache sicherlich mit dem Barfuß hier unten noch eine Base klar, da muss ich mal gucken hier, 17, 18 sind sicherlich Bases, die ich locker mit dem Barfuß machen kann und jo, das ist so eine Ringbase, die ist eh easy mit Hawkreitern und die ist ja noch viel besser mit Hawkreitern, also die werde ich gleich noch machen, denke ich mal und ja, ich gucke mal, ob ich sie noch reinbekomme, den Angriff hier auf die Nummer 18. Okay, ich kriege die 18 noch rein. Ja, also wie ich es eben schon angesprochen habe, ich hatte natürlich meine Truppe hier vorbereitet und ich denke mal, weil ich auch morgen wieder relativ wenig Zeit habe, werde ich hier jetzt die Nummer 18 machen. Ich muss mal eben schauen. Ja, das ist er hier. Den, denke ich mal, nehmen wir uns nochmal vor, um hier drei Sterne reinzufarmen. Ich gucke mal, Locken geht in jedem Fall da. Das Lager da hinten macht mir natürlich ein bisschen Sorgen und auch das hier unten. Da kann ich nicht mit Bogis ran, da muss ich vielleicht mit Magiern ran. Denn die sind schon ein bisschen stärker. Ich gucke mal, ich habe die gleiche Truppe wieder ausgebildet wie eben, also Gohok RH8 Bereich. Das ist nach wie vor, na, ich will nicht sagen non plus ultra, aber es ist einfach gut. So muss man sagen. Und wir checken mal. Ich gehe rein. Attack. Also alles live hier. Ganze Folge. Toto live.
Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt es bekommen und ich hoffe, ihr zollt mir hier den Tribut, dass ich mich hier so gebe. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, hier konnten wir locken und dann gucken wir mal, dass wir nicht ganz so weit weglocken hier. So, dann machen wir erstmal, das machen wir mal so. An der Stelle, ich komme wieder über die King-Seite, denn das ist mir nach wie vor am liebsten. Das heißt also hier einen Golem gesetzt, hier einen Golem gesetzt und dann giften wir in diesem Moment hier alle drei Sachen und ziehen hier jetzt die Magier nach. So. Ich denke mal die Mauerbrecher, auch wenn das da der Magierturm war jetzt nicht ganz so schlimm. Ich lasse einfach mal ein bisschen laufen und Golems und auch der King, die Bowler gehen jetzt, denke ich mal, nett in die Mitte rein. Jo, das sieht ganz gut aus. Jetzt gucke ich mal, wo ich... Toll, ich muss da, weil die den Tesla da vergessen, muss ich jetzt schon so ein paar Hawks reinschicken. Und den Rest, denke ich aber mal, schicke ich jetzt mal hier rein. Dann können die ein bisschen weiter tippeln. So, hier hinten schon mal ein Magier gesetzt. Hier ein Magier gesetzt. King gezündet. Und jetzt schauen wir mal, wo meine Hawkrider hier hin hüppeln. Ich denke, da ist der Heil ganz gut aufgehoben. So, hier hinten den Magier gesetzt. Da vielleicht zwei Bogies. Und nochmal hier ein Heilzauber. Ich hoffe, dass da jetzt nichts anbrennt. Nicht, dass ich wieder 3, 4, 8 Sprungfallen kriege. Das sieht gut aus. Auch wenn ich da jetzt noch ein paar Skelettfallen an der Hacken habe. Die werden jetzt in jedem Fall gleich von den Hawkreitern erledigt. Und nee! Ey, schon wieder diese Sprungfallen. Ich hoffe, die machen mir den Angriff jetzt nicht zunichte, aber ich habe hier, glaube ich, genug Truppen gesetzt, dass ich das Cleanup noch schaffe in 50 Sekunden, denn ich habe noch eine ganze Masse Hawks am Start. Und das sieht gut aus. Da fliegen schon wieder welche weg. Also das ist eine Sprungfallfolge hier. Deswegen heißt sie auch so. Achtung, Sprungfalle. Nein. Das kann nicht wahr sein, ey. Also hier kann jetzt keine mehr sein zwischen dem Rathaus, dem Lager und der Clanburg. Das müssen jetzt einfach die Hawks hier knüppeln. Das schaffen sie auch. Aber echt, Achtung, Sprungfallen. Das war dieses Mal hat es auch wirklich gepasst. Ich hoffe, die Angriffe haben euch wirklich gut gefallen. Hier, sie waren alle live von mir am Tablet gemacht. RH9 und zweimal RH8 hier. Also RH10 lässt noch ein bisschen auf sich warten. Aber ich denke mal, war eine gute Geschichte. Auch mal wieder für mich so ein bisschen zur Erheiterung. Ich muss dann selber immer so ein bisschen lachen. Und danke. Super, super Sache hier. Es freut mich, dass wir hier auf jeden Fall auf dem guten Weg zu Clan Level 5 sind. Und bleibt einfach hier an meinem Kanal dran. Wir streamen am Samstag und ich werde auch aus diesem Clan hier dann wieder ein bisschen was bringen. CK oder gewesener CK. Ich denke mal, es wird CK. Das passt von der Zeit her. Und bis dahin, euer Toto. Fletcher.